große Uhr für kleine Handgelenke. Ich bin ja überhaupt sehr angetan von der Eigenständigkeit von Butter. Boah, leck mich am Söckel, echt, ey. Das hat mich anfangs etwas irritiert. Hallo und willkommen zu Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ich habe eine neue Uhr, die ich euch vor einiger Zeit schon einmal angedeutet habe. Ich bin Ende letzten Jahres bei Botter Design gewesen, habe dort vor Ort gefilmt und habe auch eine neue Uhr gesehen, die noch nicht am Markt war, die quasi in der Entwicklung war. Und jetzt ist sie am Markt und jetzt kann ich sie euch zeigen. Es handelt sich um die Botter Mondo GMT. Eine wunderschöne Uhr, wie ich finde. Ich habe hier ein Modell bekommen, was ich abfilmen darf und leider zurückschicken muss. Das heißt leider, ich möchte das hier so, dass ich die Uhren zurückschicke. Und es gibt ganz viel, was mich an der Uhr sehr begeistert. Ich bin hier überhaupt sehr angetan von der Eigenständigkeit von Botter Design. Und diese Uhr passt da wunderbar rein, aber das zeige ich euch in dem Video jetzt im Detail. So kommt die Botter bei mir an. Ihr könnt es sehen, oben links in der Ecke ist glänzend auf mattem Karton das Botter-Logo. Ein relativ kleiner, dankenswert kleiner Schiebkarton. Und darin verpackt ist die Botter Mondo GMT. Garantieunterlagen, Buch, Reinigungstuch. Prima, dass das dabei ist, aber darum geht es primär nicht. Primär geht es heute um die Uhr. Den Karton tue ich einfach mal zur Seite und jetzt schauen wir uns die Uhr an. Ganz klar und unverkennbar eine typische Botter-Uhr mit der typischen Botter-Designsprache, dem Gehäuse mit der Rückseite, verschiedene Ebenen, abgeschrägte Flächen, wirklich wunderschön gemacht und dadurch auch extrem komfortabel am Arm. Eben wirklich eine typische Botter, sowohl von der Designsprache her als auch vom Tragekomfort, wirklich ganz typisch klassisch gemacht. Bevor ich auf die einzelnen Details eingehe, möchte ich wie immer kurz die technischen Daten der Uhr ansprechen. Wir haben ein Gehäuse aus Titan, das ohne Band 64 Gramm nur wiegt und damit wirklich sehr angenehm und leicht am Arm zu tragen ist. Der Durchmesser beträgt 45 mm. Und die Dicke der Uhr ist für Botter-Uhren relativ viel, weil die Quarzuhren sind deutlich dünner. Aber für eine Automatik-GMT-Uhr ist die Bauhöhe von 9,5 mm ausgesprochen flach. Ich zeige gleich im Vergleich dazu nochmal meine Mühle Rescue Timer. Verbaut ist ein entspiegeltes Saphirglas. Die Bandanstoßbreite beträgt 22 mm und das Uhrwerk ist ein ETA 2892-2. Die Uhr ist bis 5 bar wasserdicht.
Das sind meinem Kenntnisstand zufolge fast alle Botteruhren, ältere vielleicht nur 3 Bar. Das Ganze ist natürlich dem Design geschuldet und dem Wunsch, möglichst flache Uhren zu bauen. Wie ihr sehen könnt, ist die schwarze Ebene oben, das heißt der aufgesetzte Topring, schwarz beschichtet. Und man kann auch wunderschön sehen, wie das Gehäuse schräg abfällt. Von der Kante bis hin zum Gehäuse verringert sich der Durchmesser, sodass die Uhr auf dem Arm selber wesentlich weniger als die 45 mm hat und auch bei Bewegung relativ viel Spiel lässt, weil eben die 45 mm an der oberen äußeren Kante sich nicht über das gesamte Gehäuse fortsetzen. Ein weiteres schönes Designelement, wie ich finde, schönes Designelement ist der erkennbare Kronentubus. Weil das Gehäuse abgeschrägt ist, kann man hier wunderschön sehen, wie die Kronenwelle in das Gehäuse verläuft. Und auch die Krone selber ist relativ klein. Ich gucke mal, wie weit ich da noch ranzoomen kann. Gar nicht mehr, alles klar. Dann gehe ich mit der Uhr ein bisschen näher hoch. Die Krone ist vergleichsweise schmal und steht damit auch nicht sehr über das Gehäuse über, ist aber trotzdem erstaunlich griffig. Selbst mit Handschuhen noch wirklich erstaunlich griffig und gut zu bedienen. Die Quarzuhren von Botta haben die Krone etwas weiter versenkt und auch glattere Kronen. Die Krone hier ist ein bisschen gerivelt, sodass man sie wirklich gut greifen kann und sie die Funktion, die sie ausüben muss, gut und präzise ausführt. Ich habe jetzt die Zeiger auf 12 Uhr eingestellt und ihr könnt wirklich sehen, dass das absolut super sauber gesetzt ist, ganz präzise, nicht der Bruchteil eines Millimeters steht über, so wie es sein sollte. Bei der Uhr gibt es mehrere Sachen, die besonders sind, beziehungsweise die ich besonders schön finde. Fangen wir einmal mit dem Sekundenzeiger an, der kein Sekundenzeiger ist. Ihr seht auf der Zeigerachse einen offenen Kreis und das ist der Sekundenzeiger. Sofern man es wirklich als Zeiger bezeichnen möchte, es ist eher eine Scheibe. Und an dem offenen Punkt könnt ihr sehen, wie sich diese Scheibe dreht. Es gibt andere Hersteller, die das nicht mit einem offenen Kreis, sondern mit einem Punkt machen. Hier ist es anders gemacht. Ich meine, mich erinnern zu können, dass Botta auf diese Darstellung ein Patent hat. Zumindest die einzigen sind, die es so machen. Sodass man hier also tatsächlich eine in Anführungsstrichen 4-Zeigeruhr hat, die aus etwas Entfernung betrachtet wie eine 2-Zeigeruhr erscheint auf den ersten Blick. Das finde ich klasse und es passt hundertprozentig in die Designidee von Botta rein, alles möglichst weit zu reduzieren auf die Kernfunktionen und gleichzeitig ein außergewöhnliches Design zu bieten, was bei der Funktion der Uhr nicht stört. Ich gehe hier noch mal ein kleines bisschen im Detail drauf ein, weil ich das hier ausgesprochen gut umgesetzt finde. Bei einigen GMT-Uhren ist der GMT-Zeiger gerne einmal sehr dominant und lenkt von der Primärfunktion, von der Primärzeit ab. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Ihr seht ein kleines Stück rechts neben der 12 eine orangene Zeigerspitze und einen ansonsten dunkelschwarz gehaltenen Zeiger. Das ist der GMT-Zeiger, der die zweite Zeit auf Basis einer 24-Stunden-Skalierung auf dem Blatt anzeigt. Die 24-Stunden-Skalierung ist ebenfalls in Orange gehalten und korrespondiert mit der Zeigerspitze, ist aber insgesamt
sehr zurückgenommen, sodass die primäre Zeitablesung über die weißen Zeiger nicht beeinflusst wird bzw. man nicht abgelenkt wird. Die Primärzeit wird dann auch über die entsprechend weißen Indizes abgelesen, die auf 12, 3, 6 und 9 Uhr mit den jeweiligen Uhrzeiten beschriftet sind, ansonsten auf der äußeren Skala mit entsprechenden weißen Indizes markiert sind. Die Uhr hat zudem noch ein Datum über der 6 Uhr Position. Das hat mich anfangs etwas irritiert. Vielleicht wäre es auch eine Idee gewesen, das Datum anstelle der 6 zu platzieren, sodass man dort nur eine Anzeige hat und nicht zwei Anzeigen übereinander. Da weiß ich aber nicht, ob und wie das sich technisch realisieren lässt. Zudem kommt noch dazu, und das ist wieder eine typische Sache von Botta, dass für die GMT-Zeit, für die 24-Stunden-Anzeige, das Ziffernblatt in eine Tag- und Nachthälfte unterteilt ist. Die obere Hälfte ist in einem helleren Ton gehalten, die untere in einem dunkleren, sodass man völlig problemlos die Tag- und Nachthälfte ablesen kann und direkt weiß, in welchem Tageszyklus man sich befindet, ohne dass man die orangefarbene 24-Stunden-Skalierung wirklich auslesen muss. Man weiß ganz intuitiv, wo im Tag man sich befindet. Ich habe gesagt, die Uhr trägt sich sehr angenehm und es ist eine, ich würde sagen, große Uhr für kleine Handgelenke. Ich möchte euch auch gerne zeigen, was ich damit meine. Dafür muss ich meine Mühle abnehmen. Ich habe heute meine Mühle Rescue Timer am Arm. Und bevor ich die anlege, halte ich die beiden Uhren mal höhenmäßig übereinander, nur damit man einen Eindruck bekommt, um wie viel die Botta tatsächlich flacher ist. Und das ist schon wirklich erkennbar und das ist eine ganze Menge. Natürlich ist diese Uhr hier wesentlich wasserdichter, hat aber auch nur eine einfache Dreizeigeranzeige und nicht noch ein aufwendigeres Werk und eine GMT-Anzeige wie die Botta. So, jetzt schauen wir mal, wie die Botta sich bei mir am Arm macht. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist kein Präsentationsmodell, sondern ein Modell, was eigentlich für den Verkauf bestimmt war. Insofern muss ich hier ein bisschen vorsichtig mit der Uhr umgehen. Und ihr seht, dass selbst an meinem 17 cm Handgelenk sich diese Uhr gut tragen lässt. Natürlich ist es eine große Uhr, ohne jeden Zweifel, aber durch das Fehlen von überstehenden Hörnern sitzt sie selbst auf meinem relativ schmalen Handgelenk immer noch so, dass es nicht so aussieht, als wäre sie zu groß. Natürlich ist die Uhr groß, aber nicht zu groß. Das Band ist ein ausgesprochen schönes Band, sehr komfortabel zu tragen. Und die Hörner, ich hatte es angesprochen, ich zeige es auch gerne nochmal von der Rückseite, stehen nicht oder nahezu nicht über. Hier könnt ihr sehen, dass es, wenn überhaupt, nur ganz, ganz wenige Millimeter Überstand zur Kante der Lünette sind. Insofern sind die 45 mm der Uhr tatsächlich auch identisch oder nahezu identisch mit der notwendigen Auflagefläche auf dem Arm. Preise der Uhr blende ich euch hier ein. Ebenso blende ich euch Bilder unterschiedlicher Varianten der Uhr ein mit den dazugehörigen Preisen. Die Uhr ist, ich weiß nicht, ob man das hier drauf sehen kann, das ist die Pioneer Edition, das heißt, das ist die limitierte Variante. Meinem Verständnis nach gibt es aber danach auch eine unlimitierte Variante. In jedem Fall lohnt es sich, auf der Webseite von Botta einmal vorbeizuschauen, wenn euch diese Uhr interessiert. Denn mit einem Preis von unter 2000 Euro finde ich die Uhr preislich attraktiv gestaltet, denn es gibt durchaus GMT-Uhren, die weniger bieten, sowohl was das Design, die Eigenständigkeit, das Material, die Bauhöhe, das Gewicht betrifft.
und insbesondere auch die vornehm zurückhaltende Ablesbarkeit des GMT-Zeigers. Ich möchte euch sehr gerne noch die Uhr einmal bei Nacht zeigen und dafür muss ich kurz meine Taschenlampe nehmen. Und ihr seht nichts. Das heißt, diese Uhr leuchtet nachts nicht. Egal wie ich es drehe und wende. Nur mal zum Vergleich, ohne dass sie direkt angeleuchtet wurde, meine Mühle. Und ich schiebe mal die Botta drüber. Ihr seht, da leuchtet nichts. Ist aber auch bei der Uhr, glaube ich, nicht das kaufentscheidende Kriterium. Eine Uhr, die ich richtig klasse finde, die auch an meinen schmalen Arm passt, die nicht zu hoch aufträgt, die eine zweite Zeitzone erlaubt, ohne dass die zweite Zeitzone aufdringlich ist und die Ablesung der Primärzeit beeinflusst, richtig gut durchdacht, toll umgesetzt und dazu sehr eigenständig, hebt sich aus der Masse ab. Eine Uhr, die ich wirklich klasse finde und leider nur 5 ATM Wasserdichtigkeit bzw. Druckdichtigkeit hat, dadurch aber extrem leicht, extrem flach ist. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr über die Uhr denkt. Meine Meinung habt ihr gehört. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf die nächsten Videos, denn da kommt einiges Hochinteressante auf euch zu. Bis dahin, tschüss, euer Axel.